Unser Herz hat die Aufgabe, mit jedem Schlag Blut durch den Körper zu pumpen. Im Video über die Systole und Diastole sieht man, dass während der Diastole die Herzkammern mit Blut gefüllt werden und dass während der Systole das Blut von den Kammern in den Körper gepumpt wird. Weil während der Diastole kein Blut in den Körper nachgeliefert wird, könnte man jetzt denken, dass der Blutfluss in unserem Körper nur stoßweise verläuft. Das ist aber natürlich nicht der Fall. Das Blut fließt nämlich in einem gleichmäßigen Fluss durch unseren Körper und wird nicht unterbrochen. Das gelingt durch die sogenannte Windkesselfunktion der herznahen Arterien. Durch diesen Effekt ist es möglich, einen stoßweisen Ausstrom in eine gleichmäßige Strömung umzuwandeln. Um die Windkesselfunktion zu verstehen, muss man sich vor Augen halten, dass herznahe Arterien einen hohen Anteil an elastischen Fasern aufweisen. Sie können also unter Krafteinwirkung ihre Form verändern und sobald diese einwirkende Kraft wieder verschwindet, können sie wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehren. Wenn während der Systole das Blut in den Körper gepumpt wird, wirkt eine Kraft auf die Arterienwände und sie werden gedehnt. Hier könnt ihr sehen, wie sich durch diese Dehnung das Volumen der Aorta vergrößert. In diesem vergrößerten Volumen kann ein gewisser Anteil des Blutes aufgenommen und quasi zwischengespeichert werden. Bei einem jungen Erwachsenen ist das in etwa die Hälfte des normalen Schlagvolumens. Auf die Systole folgt die Diastole. In dieser Phase werden zwar die Herzkammern mit Blut gefüllt, aber es wird kein Blut in den Körper gepumpt. Wie kann der kontinuierliche Blutfluss jetzt aufrechterhalten werden, wenn kein frisches Blut nachgepumpt wird? Während der Diastole wird zwar kein neues Blut nachgeliefert, aber das Blut, das in dem vergrößerten Volumen der Aorta aufgenommen wurde, kann jetzt durch die elastische Rückstellung in den Körper weiter befördert werden. Die Aorta möchte wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehren, weswegen sich die Arterienwand hinten wieder zusammenschnurrt. Dadurch wird das kurzfristig gespeicherte Blut nun verzögert abgegeben. Durch diesen Effekt wird außerdem auch der Druckunterschied zwischen Systole und Diastole gemildert. Auf diese Weise wird der Blutstrom also gleichmäßiger und es entstehen keine Pausen zwischen den einzelnen Pumpvorgängen. Sowohl während der Systole als auch während der Diastole ist ein kontinuierlicher Blutfluss sichergestellt.